Es gibt die sichtbare Welt und es gibt die unsichtbare Welt. Was hat das alles mit Handwerk zu tun? Guten Morgen! Das Handwerk wird anhand von Kriterien beurteilt, die alle in dieser sichtbaren Welt liegen. Es begab sich aber vor einigen Wochen, dass ich etwas in der Hand gehalten habe, Handwerkskunst, wo ich gespürt habe, wow, das wird irgendwie mein Leben verändern, beziehungsweise das hat irgendwie so eine Energie. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch damit so ein bisschen Berührungsängste haben. Das ist auch völlig normal, das hatte ich auch. Aber nichtsdestotrotz war es ja da. Ich habe ja etwas gespürt. Und ich habe dieses Stück Handwerkskunst gekauft für einen Preis, wo ich gesagt habe, ne, das lässt sich nicht rechtfertigen mit dem, was ich sehe. Aber ich wusste irgendwie, das ist ganz, ganz wichtig. Und darauf möchte ich heute eingehen, was das für ein Stück Handwerkskunst gewesen ist. Und ich möchte dem Handwerk an sich etwas Tribut zollen und den Versuch unternehmen, dass ihr Handwerk vielleicht etwas anders seht und euer Leben dadurch ein Stück bereichern könnt und etwas weg von dem systemischen Denken, etwas von dem logischen Denken, etwas von dieser Gehirnhälfte, die alle unser Leben dominiert. Fangen wir erstmal an mit dem Erlebnis. Oder nein, fangen wir erstmal an mit dem Handwerk, wie ich es jetzt begreife, nachdem ich bewusst darüber nachgedacht habe. Jemand erstellt zum Beispiel einen Stuhl oder irgendetwas in Handwerkskunst, also nicht maschinell erarbeitet und eingegeben in irgendein Programm und dann entsteht irgendwas und ja, fertig ist das Ding. Für mich ist auch ein T-Shirt. Und im Endeffekt ist dann nur das drin, was der Mensch, ja, einprogrammiert hat, und zwar in so einer Art und Weise, in eine Maschine, die ja nur mit 0 und 1 läuft, quasi ja, mit zwei Zuständen, und daraus entsteht dann ein Produkt. Das heißt, in diesem Produkt, dieses Produkt ist relativ hohl. Dieses Produkt ist quasi nur 0 und 1, weil es das die Art der Kommunikation ist, wie wir mit Maschinen reden oder was wir Maschinen beibringen können. Genauso wie wir die Realität, wenn wir sie formulieren, nur als abstrakt erstellen können. Weil es gibt Dinge, die können wir nicht formulieren. Jeder kennt das. Man hat irgendwie ein Gefühl, aber man kann es nicht richtig ausdrücken. Und nicht, weil es nicht die richtigen Worte dafür, oder weil man nicht, sag ich mal, also man kann es deshalb nicht ausdrücken, weil es eben nicht die Worte gibt, die dieses in Worte fassen könnten. Man spricht es dann aus. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Erleuchtungserfahrung. Man spricht es aus und dann denkt man, nein, das war es nicht. Man redet dann nochmal und dann, nein, das war es eigentlich auch nicht. Und es gibt einfach nicht die Worte. Und genauso ist das, was wir in einem Handwerk kreieren könnten mit unserer Energie, wie wir liebevoll so einen Stuhl kreieren oder ein T-Shirt, dieses Liebevolle, das kannst du nicht in meine Maschine reinbringen. Und wir bewegen uns hier in der Welt der Spiritualität, in dem, was eben nicht sichtbar ist. Deswegen auch am Anfang. Es gibt die sichtbare und es gibt die unsichtbare Welt. Und jeder weiß, dass es in der unsichtbaren Welt auch Dinge gibt, die wir durchaus mit unserem Denken erfassen können. Energie, die ist nicht sichtbar, aber wir können sie trotzdem irgendwie erfassen. Deswegen ist ja gar nicht so eine eklatante Kluft zwischen sichtbar und unsichtbar und verbunden mit den Worten ja, logisches Denken und Spiritualität, eventuell sogar Esoterik, also der Versuch, die spirituellen Dinge zu erklären. Und ja, und wenn wir dann selber in einem Handwerk oder ein Handwerker etwas kreiert und dieses Produkt erstellt, dann ist etwas darin enthalten, was niemals in einem maschinellen Produkt enthalten sein kann. Und das habe ich bisher, ganz ehrlich, nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich habe mit meiner Gehirnhälfte, die für logisches Denken verantwortlich ist, die bei Männern meist dominiert, habe ich das Ding so bewährt, wie es ist. Und mir war es egal, ob es maschinell erstellt war oder ob es individuell erstellt wird, also von einem Menschen. Und dieses Erlebnis hat genau dazu geführt,
weil ich sehe dieses Produkt, ich zeige euch das gleich, ich sehe dieses Produkt und ich spüre etwas oder habe etwas gespürt, was sich nicht in Worte fassen lässt. Das war zum einen Energie, wo das in meiner Hand war, irgendwie so ein Pulsieren, und andererseits war das einfach irgendwie, das ist wichtig, dass ich das jetzt kaufe. Und ja, und da möchte ich, also ich zeige euch erstmal, was es ist. Also es ist ein Armband. Das ist dieses Armband hier. Das habe ich gekauft. Ich habe mir, glaube ich, seit Ewigkeiten ein Schmuckstück wieder gekauft. Also ich hatte das auch gar nicht auf dem Teller, weil ich muss natürlich aufs Geld schauen und Schmuckstück kaufen, das ist, also hin und wieder bekommt man ja mal was geschenkt oder so und das reicht vollkommen aus. Und dann habe ich für dieses Schmuckstück hier, für die paar Feten und ein paar Steine, 50 Euro bezahlt. Niemals kann ich das logisch rechtfertigen. Aber dann ist etwas passiert, da kommen wir noch dazu, was dann mit mir passiert ist. Und dieses Handwerk, egal was es ist, das kann ein Mann sein, es kann ein T-Shirt sein, es kann ein Stuhl sein. Aber da beschäftigt sich jemand damit, da setzt jemand seine persönliche Energie, sein persönliches Energiemuster, setzt er auf diesen Stuhl drauf, indem er das bearbeitet, indem er gewisse Gefühle dabei hat. Und idealerweise liebt er seine Arbeit. Und hier bei dem Band, wie so zum Beispiel, habe ich auch mit derjenigen gesprochen, die das gemacht hat und die es verkauft hat, zwar beim New Healing, und die habe ich auch beobachtet, weil die tagsüber auch das, die ganze Zeit das gemacht hat. Und da war einfach total viel Liebe drin. Und keine Ahnung, ob es Liebe ist. Das ist ja wieder der Versuch mit einem Wort, dass da ist Liebe drin, das in irgendwie Worte zu fassen. Wenn das so wäre, könnte man das auch auf eine Maschine projizieren. Aber keine Ahnung, ob das eine Liebe ist oder was da auch immer dran ist. Ne? Und das sehe ich so ein wenig, so ein Stück Zukunft der Menschheit. Dass man diese Individualität und dieses ganz Spezielle wertschätzt. Und dass man eben nicht mehr systemisch denkt und sagt, okay, der Stuhl, der ist viel billiger so produziert und deshalb ist es der bessere Stuhl. Sondern, dass man sich hinsetzt, beim Stuhl ist immer so blöd, von der Wortwahl, weil es halt immer mit dem Stuhl zu tun hat. Nehmen wir ein T-Shirt. Dass man sich bei einem T-Shirt hinsetzt und mal in das T-Shirt hineinfühlt. Und dann spürt man vielleicht was. Und ja, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das T-Shirt, vielleicht spürt man auch was Negatives. Vielleicht ist das T-Shirt von einem Kind unter schlechten Bedingungen produziert worden. Und es hat seinen letzten Lebensabend mit diesem T-Shirt verbracht. Vielleicht kann es sein. Vielleicht spürt man das. Und dann wird man eher abgestoßen davon. Aber vielleicht spürt man auch die Freude eines T-Shirt-Artist, der da gerne ja, mit diesem Gewebe arbeitet und so ein T-Shirt erstellt, irgendwie manuell. Ja. Was hat das mit mir gemacht? Warum war das so wichtig, das Netz für mich? Das Netz, ja, neuronales Netz wurde gebildet, aber warum war dieses Armband so wichtig für mich? Ja, ich glaube, dazu werde ich ein eigenes Video machen. Ich glaube, dazu werde ich ein eigenes Video machen, weil ich nicht das verwässern möchte, diese persönliche Sache mit meiner Erfahrung, und diese Anregung darüber nachzudenken, über dieses Handwerk, diese Wertschätzung des Handwerks und das Hineinfühlen dessen, was unsichtbar ist. Da möchte ich heute anregen, weil es mich selber betroffen hat. Dazu gibt es dann, wie gesagt, auch noch das Video, was das Armband ausgelöst hat. Aber dass man wirklich da hineinfühlt. Und das muss nichts Positives sein. Das bedeutet nicht jetzt so, Handwerk ist jetzt, das ist alles gut und alles sollte man handwerklich kaufen oder sowas. Ich sehe schon wieder so ein wenig, dass dieses Video so eindimensional bewertet wird. Ja, Handwerk ist gut und scheiß industrielle Produktion. Das will ich gar nicht damit sagen. Ich will sagen, fühlt mal in die Dinge rein, die ihr kauft. Fühlt mal in die Welt, die man nicht sieht, auch mal rein. Und den Versuch zu unternehmen, das zu erklären, sondern intuitiv danach handeln. Bei mir war das so, das Armband in die Hand gehalten, hat gesagt, das ist wichtig für mich. Und dann war das Handeln, okay, dann kaufe ich dieses Ding, weil es wichtig für mich ist. Ja. Habt ihr Erfahrungen dazu? Habt ihr Erfahrungen generell zu einem Erlebnis, wo ihr etwas
was individuell gefertigt wird, Handwerkskunst in eurem Leben irgendwie einen Platz geschaffen habt. Und ja, ich will da gar nicht euch Worte in den Mund legen, sondern habt ihr einfach mit dieser Thematik Handwerkerfahrung oder was ist eure generelle Meinung dazu? Und hier tauschen wir uns natürlich wieder im Bereich des Verstandes aus. Und das ist nun mal unsere Form der Kommunikation. Es ist eine Abstraktion, aber das ist das, was wir haben. Und deswegen können wir auch zufrieden damit sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, euer Samuel.